bin geboren in Burlington, Ontario, in Kanada. Das ist 30 Minuten weg von der Innenstadt von Toronto. Für mich ist Fliegen, seit ich denken kann, nicht nur ein großer Teil von meinem Leben gewesen, auch eine Faszination gewesen. Ich bin mit dem aufgewachsen, in das hineingewachsen, so durch auch. Ich weiß nicht, wie alt ich war, aber am Flughafen hat es große Scheiben gehabt für einen, wo du aufs Vorfeld gesehen hast. Und dort hätte ich stundenlang können stehen. Und mich hat man dort wegzehren, dass ich weggekommen bin. In dem Aspekt war es, dass mein Dad damals mir die Möglichkeit gegeben hat. Ich glaube, es war nicht gerade 100% ernst gewesen am Anfang, als er einfach mal einen Kommentar gemacht hat, à la, du hast doch schon immer fliegen wollen. Und hat jemanden gekannt, wo in Südafrika eine Schule hat. Auf einmal war der Traum wie da gewesen. Die ganze Ausbildung, bis ich mein Commercial hatte, ist effektiv 8,5 Monate gegangen und hatte am Schluss eine kommerzielle Pilotlizenz. Ich habe am 19. Januar, meinem Geburtstag, die ersten Symptome in meinem Arm angefangen haben, wo sich wie ein Muskelkater angespürt haben und immer stärker geworden ist, bis zu einem Punkt, wo ich nicht mehr schlafen konnte. Ich bin von meiner damaligen Freundin nach 3 Wochen mehr oder weniger gezwungen worden, zum Arzt zu gehen. Er hat dann gesagt, dass da ein operativer Eingriff am Hirn stattfinden muss. Mein Gedächtnis hat abgestellt, nachdem er von einer Hirnoperation geredet hat. Arnold Chiari Malformation ist nichts anderes als eine Verengung des Kleinhirns grundsätzlich. Sprich, das Kleinhirn hat nicht ganz den Platz, den es braucht. Und dann hast du gewusst, es ist nur noch eine Frage von Zeit und es geht dann gleich los. Und dann ist eigentlich so innerlich das erste Mal so alles zusammengebrochen. Und du weißt jetzt, jetzt kannst du nichts mehr machen. Jetzt bist du einfach ausgeliefert und hoffst, dass alles gut kommt und dass du die Leute wieder siehst. Die Operation ist keine Heilung von dieser Krankheit. Die Operation war lediglich ein Versuch, um die Verschlimmerung zu eingrenzen oder gar zu stoppen. Ja, in dieser Zeit daheim macht man sich natürlich dann schon Gedanken, wie geht es weiter und was machst du jetzt. Und du kannst dich bewegen und du lebst und du bist geistig auch da. Und mit ein bisschen Willen und mit ein bisschen Kraft, dann kommst du auch wieder zurück dorthin, wo du sein willst. Ich habe nie zurückgeschaut und habe gesagt, oder nachgedauert als Flüge oder irgendetwas. Das hast du gar keine Zeit, um über das nachzudenken, auch wenn du viel daheim bist und viel dort gelegen bist. Und so habe ich dann die Möglichkeit genommen, die ich schon seit längerem hatte, in die Schweiz zu gehen und ein Unternehmen mitzugründen, wo ich als Fotograf tätig bin, was schon mein ganzes Leben mich begleitet hat. Durch das meine Kunden diverse Fluggesellschaften auch sind, habe ich die Möglichkeit, meinen Job auch dort auszuführen, wo ich früher meinen Traum gesehen habe. Was mich glücklich macht, ist viel zu arbeiten. Und Arbeiten ist für mich auch unterwegs sein und mein Beruf, mein Job als Fotograf hat sich so ausgelegt, dass ich sehr, sehr oft national wie auch international unterwegs darf sein und mich nicht versuche, einzuschränken von meiner Krankheit. Sie ist immer mit dabei, ich spüre sie jeden Tag, ich habe meine Schmerzen jeden Tag und trotzdem versuche ich, mehr als nur ein normales Leben zu führen. Ich habe durch das Ganze gelernt, alles viel mehr zu schätzen. Die kleinen Sachen, die grossen Sachen. Und lebe durchaus jeden Tag zu seinem Maximum.